Tagsüber ist er ein harmloser CDU-Spießer aus dem Münsterland. Doch wenn es Nacht wird, patrouilliert Jens Spahn ganz allein die komplette EU-Außengrenze. Und sobald er da irgendeinen illegalen Einwanderer erwischt, poliert er ihm höchstpersönlich die Fresse. Zurück bleibt nur sein Erkennungszeichen. Die mit Steuerkohle viel zu teuer eingekaufte FFP2-Maske. Sehen Sie Jens-Claude van Spahn in The Dark Spahn Rises. Wir werden ihm viel verzeihen müssen.